Ja, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es mal um Dinge. In erster Linie. Ein bisschen um Sachen und auch um Zeugs. Und alle, die in letzter Zeit auf YouTube unterwegs sind und sich bewusst Videos anschauen oder auf der Suche sind nach frischen neuen Kanälen oder auch älteren Kanälen, die vielleicht einfach nur in letzter Zeit ein bisschen ihr Portfolio erweitert haben, nenne ich es mal so, die werden vielleicht auch über den Kanal vom Tobi gestolpert sein. Dinge, Sachen und Zeugs. Der Tobi und ich, wir sind jetzt eine ganze Weile schon im Kontakt und er hat mir zwei seiner Rough Rider Messer zugeschickt. Eine Marke, die ja in einem bestimmten Ruf steht, schon seit einigen Jahren. Ja, und ich war neugierig drauf. Er hat gesagt, kein Problem, schicke ich dir rum, kannst du auschecken. Und ich habe gesagt, mache ich ein Video zu und mach gleichzeitig ein bisschen Werbung für deinen Kanal. Denn der Tobi hat gerade mal 500, ich glaube 530 Abonnenten auf seinem Kanal und der macht echt gutes Zeug. Also ich würde mich freuen, wenn einige von euch mal rübergehen. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Beim Tobi mal Hallo sagen, anmerken, dass der Andi euch geschickt hat und vielleicht auch ein Sub da lassen, also den Kanal abonnieren. Das würde mich riesig freuen, den Tobi selbstverständlich auch, denn der macht echt nettes Zeug. Und er hat mit den Rough Rider Messern auch noch einen Plan. Er macht da eine coole Videoreihe draus, da will ich jetzt nicht spoilern. Schaut das euch einfach mal an. Ich glaube, das geht schon sehr bald los. Da werdet ihr also zum Thema günstige klassische Taschenmesser werdet ihr einiges finden beim Tobi auf dem Kanal. Dinge, Sachen und Zeugs. So, nun fangen wir aber mal an und gucken uns die beiden an. Das ist Appaloosa, ist ein Trapper, wenn ich mich nicht irre, und das Coal Miner. Ich habe vergessen, welche Pattern das sind. Verzeiht mir, ich habe es mir vorher alles durchgelesen, aber heute war so ein verpiep wilder Tag, dass ich echt, ja, mein Hirn ist auf leer geschaltet. Wir gucken uns die Dinger jetzt einfach gemeinsam in Ruhe an und sprechen mal drüber, was die vielleicht nicht können, was sie können, was sie gut machen und was man besser machen könnte. Fangen wir mal mit dem Coal Miner an. Ja, gerade hier im Westen Deutschlands. Besonders halt im Ruhrgebiet, aber auch ganz hier an der Kante zu Belgien und den Niederlanden im Dreiländereck. Ja, gibt es halt eine sehr, sehr ausgeprägte Kohle- und Grubentradition. Viele Städte und Dörfer sind hier noch geprägt von den klassischen Bauarbeitersiedlungen. Ich bin auch quasi im Schatten eines Förderturms aufgewachsen. Haben sie übrigens einen schönen Park draus gemacht mit einem Basketballfreiplatz etc. Also ist was Positives draus entstanden, nachdem es lange Jahre halt als Brache da lag. Also der Wandel ist in vollem Gange und das Geschäft des Kumpels, das geht so langsam den Bach runter. Trotzdem ganz cool, dass es dann Messer gibt, die sich dieses Themas ein bisschen annehmen, eine gewisse Tradition dadurch vermitteln und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Nummer ist das RR Rough Rider 1284. Die beiden Modelle sind tatsächlich in Deutschland über Amazon erhältlich, kosten um die 30 Euro. Da muss ich ganz klar sagen, für das, was sie bieten, das kann ich jetzt mal spoilernd vorwegnehmen, ist das definitiv ein angemessener Preis. Klar, es kann immer mal sein, dass da irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist bei den Teilen. Das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen. Da gibt es ein bisschen Qualitätsschwankungen. Aber im Großen und Ganzen kriegt man da mittlerweile echt anständige Qualität. So, das ist das Coal Miner. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das tatsächlich echte Knochengriffschalen. In dem Fall dann Jigged Bone. Wir haben das eingelassene Rough Rider. Hoppsa, Entschuldigung, falsch rum. Rough Rider Schild, das boah, könnte Neusilber sein, ich will es nicht beschwören, ich bin sicher, die Pins sind Messing, die Backen sind Neusilber, die sind sogar flutet, schön
angeschrägt vorne, jetzt nicht wirklich pinched, aber das sieht alles sauber aus. Die Verarbeitung mit den Pins ist prima. Schaut euch an, wie gut die Rückenfedern stehen zu den Platinen. Die Abschlüsse hinten, ja, nicht ganz sauber, aber ganz okay und definitiv besser als vieles, was ich aus Solingen gesehen habe. Muss man auch mal klar so ansprechen. Ja, wir haben sogar den geriffelten Nailnick, der hier dann auch eventuell dazu dienen könnte, ein Streichholz anzureißen. Ihr seht schon, wir haben eine sehr, sehr dramatische Sheepsfoot-Klinge, wo der Coal Miner nochmal aufgelasert ist. Stahl ist, wenn ich mich nicht irre, ist das 440A. Das passt also auch irgendwie in den Preisrahmen rein. Rough Rider nochmal geprägt auf dem Ricasso. Auf der Rückseite RR1284 China. Und hier haben wir dann nochmal 440 Razor Sharp Steel. Ja, Razor Sharp ist so eine Sache. Da kommen wir zum ersten kleinen Kritikpunkt. Das ist so eine Franken-Phase, die ist definitiv nicht sehr hübsch. Auf der Rückseite hier geht sogar einigermaßen. Aber die Anschliffe sind oftmals nicht so hundertprozentig sauber. Es steht auch verhältnismäßig viel Material hinter der Phase. Allerdings sind das günstige und recht robuste Taschenmesser. Ihr seht, die haben sogar hier unten den Nupsi für den Klingenanschlag. Selbst auf sowas wurde geachtet. Für die große Klinge ist die Handlage absolut hervorragend bei diesem Messer. Wir haben überhaupt kein seitliches Spiel. Der Übergang von Rückenfeder zu Klingenrücken ist ja quasi perfekt. Die Messingplatinen, wie gesagt, und die Rückenfedern sind super, super, super miteinander verschliffen und angepasst. Das ist alles wirklich, wirklich ordentlich. Und wenn ich mir Walk and Talk so angucke, hoppla, beim Pull würde ich sagen, sind wir bei einer 4,5 bis 5 und beim Schließen ja auch 5 ungefähr. Also vollkommen im Mittelfeld, das passt soweit ganz hervorragend. Die Klingen stehen gut, ja, definitiv. Allerdings, ja, da hört man dann auch, das ist vielleicht nicht immer so. Und ihr seht, wir haben hier unten leichte Schleifspuren am Ricasso. Das heißt, hier, wenn die Klinge dann geöffnet und geschlossen wird, gibt es tatsächlich ein ganz klein bisschen Reibung, aber hey, das ist eine Stelle, da kann die Reibung ruhig entstehen. Das ist vollkommen legitim. Ist das schon ein Swayback? Ich bin mir nicht sicher. Ich komme gerade echt nicht mehr klar auf die Pattern. Verzeiht mir das bitte. Bleiben wir einfach dabei. Es ist ein tatsächlich recht attraktives Taschenmesser. Klassische Kombination aus der großen Sheepsfoot und der kleinen Penblade. Ja, die hat. So, was hatten die? Schauen wir uns die Länge an. Ich hätte jetzt beinahe getippt 5,5 Zentimeter. Weiß ich nicht, wie weit ich da daneben gelegen hätte. 5,2 sind es. 5,1, 5,2 Zentimeter reine Klinge. Wenn wir das Ricasso mitmessen, sind wir bei 5,8 ungefähr. Das heißt, die Penblade ist größer als bei vielen anderen Taschenmessern. Definitiv eine brauchbare Größe. Die ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal übers Leder gegangen. Schärfe ist definitiv prima, aber ich gehe fast davon aus, da hat der Tobi dann auch schon mal Hand angelegt. Das passt soweit. Ansonsten ist die dann nur mit Rough Rider gemarkt. Da fehlt dann die Stahlangabe, die haben wir halt auf der großen Klinge. Zwei Klingen auf zwei Rückenfedern in die gleiche Richtung zu öffnen, ist eine ganz klassische Bauweise. Die große Sheepsfoot, die kleine Penblade, all das passt soweit. Die Federspannung für die kleine Klinge ist deutlich höher. Da würde ich sagen, ist der Pull ja schon fast bei einer 7. Das macht richtig Laune. Und Walk and Talk, Halfstop, super sauber. Rückenfeder steht beim Halfstop allerdings über. Aber im geschlossenen Zustand und im ganz geöffneten Zustand alles richtig gut. Schauen wir uns noch kurz beim Halfstop an, wie es mit der großen Klinge aussieht. Ja, auch hier steht die Rückenfeder über, aber ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung so, denn die Feder steht sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand. Sahne. Also, richtig cooles Teil, das Coal Miner. Ja, natürlich dann, wie sollte es anders sein, dem Thema entsprechend in Pechschwarz gehalten. Neusilberbacken, Messingplatinen und ein 440er Stahl. Das zweite Messer ist das Appaloosa. Ja, Appaloosa sind Westernpferde, also Pferde, die hauptsächlich fürs Westernreiten genutzt werden. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall auch wieder dieses Western-Thema. Das macht Rough Rider ja auch sehr gerne.
Auch hier kann ich schon vorwegnehmen, Knochengriffschalen, sehr hübsch allerdings, muss man auch klar sagen. Das sind wunderschöne Knochenschalen. Hier hinten die Bolster flutet und pincht, vorne ebenso, hinten etwas schmaler gehalten als vorne. Ja, das Schild mit dem kleinen galoppierenden Pferd. Auch hier gepinnte Konstruktion, ehrlich, sauber verarbeitet. Ganz ehrlich, dieses Messerchen für 30 Euro oder knapp drüber, das ist fast ein No-Brainer. Das Ding ist ehrlich gut. Jetzt kommt für einige das Aber. Wir haben eine komplett geätzte Klinge mit dem Appaloosa-Schriftzug, dem Pferd hinten drauf. Das ist für viele natürlich ein bisschen zu viel. Es ist trapper-typisch die Clip-Point-Klinge. Eine sehr hübsche, schlanke Clip-Point-Klinge, muss man dazu sagen. Auch hier wieder natürlich Nailnick, die gleichen Angaben wie bei dem anderen Modell auch. Also Rough Rider und. Jetzt muss ich das Ding mal ranholen. Ich kann es gerade hier im Kunstlicht tatsächlich nicht entziffern. Da steht einfach nur Rough Rider unter dem RR. Okay, alles klar. Und dann haben wir hier die Modellbezeichnung und China. Und hier haben wir wieder 440 Razor Sharp Steel. Auch hier sind die Phasen nicht top. Allerdings bei der Clip-Point-Klinge immerhin gleichmäßig über die Länge, wenn auch nicht symmetrisch. Also auf der Rückseite ist die Phase deutlich breiter, gerade zur Klingenspitze hin, als auf der Vorderseite. Allerdings auf beiden Seiten relativ sauber und ohne große Wellen ausgeführt. Das gefällt mir. Und das Ding ist echt scharf. Also diese Klinge ist wirklich scharf. Das ist ein Hohlschliff. Auch hier steht wieder, na, ich würde sagen 0,55 oder so hinter der Phase. Das ist jetzt so meine Schätzung 0,53, 0,55. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Ich glaube aber, dass die Zahl einigermaßen akkurat ist. Die Klinge hat keinen Halfstop. Der Pull liegt bei 5,5 bis 6. Wunderschönes, sauberes Klack. Etwas zurückhaltender als bei dem Coal Miner, aber definitiv vertrauenerweckend. Auch den Nuxi wieder als Klingenanschlag, um die Schneide zu schützen. Klingenstand beider Klingen ist vollkommen in Ordnung. Ich würde sogar sagen, sehr gut. Und dazu haben wir halt noch die Spey Blade. Auch ein Klassiker, Clip-Point und Spey. Diese ist dann unverziert, hat den Nailnick natürlich weit vorne, denn der Clip bietet dann hier den Raum, an den Nailnick ranzukommen. Also der Clip der vorderen Klinge bietet genügend Platz für die zweite Klinge. Auch das ist ein ganz sanfter Hohlschliff. Ansonsten gilt das Gleiche, was für die anderen Klingen auch gilt. Hier sind die Phasen besser als beim Coal Miner, aber auch hier nicht ganz symmetrisch. Die Schärfe ist auch hier sehr gut, das muss man ganz klar sagen. Ist so eine aggressive, leicht grobe Schneidphase, also nicht fein auspoliert, sondern weiß ich nicht, vielleicht bis zum 600er Stein oder so. So fühlt es sich jetzt an, würde ich fast behaupten. Also schön bissig, das passt soweit. Ja, die Spellblade, also die Hechtsklinge oder die Clip-Point-Klinge, wahrscheinlich so für alle anfallenden Alltagsaufgaben und die Speyblade ja eventuell dann vielleicht sogar jagdlich zu nutzen. Sei mal dahingestellt, was die eigentliche Aufgabe ist. Oftmals wird dann gesagt, dass die Speyblades vielleicht dann auch Kastrationsklingen waren oder sonst irgendwas. Da bin ich ehrlich gesagt raus. Ich bin bei den klassischen Taschenmesser-Pattern. Und der dedizierten Funktion der einzelnen Klingen bin ich wirklich nicht so firm, dass ich da jetzt eine zutreffende Aussage treffen könnte. Da gibt es andere Leute, die das besser können als ich. Allerdings, was ich eben schon sagte, für den aufgerufenen Preis ist das Appaloosa ein traumhaft schönes, klassisches Taschenmesser. Klar, es ist China-Produktion. Das wird einigen definitiv sauer aufstoßen und wird ein Ausschlusskriterium sein. Wenn ihr das so entscheidet, habe ich da vollstes Verständnis für. Mein Real Steel kommt auch aus China. Und ja, die teuren Serienfolder, die dann vielleicht von Riyadh Knives gefertigt werden im Auftrag, die kommen halt auch aus China, ne? Rough Rider hat einfach gesagt, ja, wir machen es unter eigenem Namen. So wie es aussieht, auch recht erfolgreich. Die Modellpalette ist groß.
Die Preise reichen für 13, 14 € für die Minis, bis hin zu 45, 50 € für sehr aufwendige Modelle. Entschuldigung. Diese zwei liegen, wie gesagt, irgendwo im Mittelfeld. Das Coal Miner mit der sehr, 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 sehr dominanten Schafsfußklinge ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Das hier ist nahezu ein Klassiker und ich muss sagen, trotz der Ätzung einfach wunderschön. Ich freue mich tierisch, dass ich diese beiden Modelle mal auschecken durfte. Wer weiß, ob ich sonst in irgendeiner Form jemals den Knopf gedrückt hätte bei einem Rough Rider, um es mal auszuprobieren. Jetzt ist die Entscheidung fast gefallen, dass ich mir irgendein Modell mal zulegen werde, in der Hoffnung, dass ich ein gutes erwische. ja, allerdings jetzt, wenn ich die beiden betrachte, könnte ich mir fast vorstellen, dass auch bei Rough Rider die Qualitätssicherung in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Der Markt ist hart umkämpft. Du kannst es dir kaum noch erlauben, mit minderwertigen Produkten am Start zu sein. Also vielleicht hat sich da was getan und man kann die eventuell mittlerweile mehr oder weniger bedenkenlos bestellen. Wenn deutsche Shops die vertreiben und da gibt es ja tatsächlich welche oder zumindest auch europäische Shops, dann hast du als Kunde natürlich auch Möglichkeiten, ein Produkt zurückzuschicken oder umzutauschen, wenn es nicht den Vorstellungen entspricht oder nicht sauber verarbeitet ist. Das ist halt ein Mangel. Ne? Dementsprechend kriegt die Firma dann auch Feedback. Wenn es viele Rückläufer gibt, dann muss man halt was dran tun. Denn sonst zahlst du als Hersteller am Ende die Zeche und ja, es rentiert sich irgendwann nicht mehr. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, da tut sich was. Alles, was du hier siehst, kriegst du auch aus Solinger Produktion mit den Neusilberbacken, mit den Knochengriffschalen, mit den eingelegten Schilden, mit dem 440er Stahl in der Verarbeitungsqualität und dann zahlst du gerne das Doppelte oder Dreifache dafür. Dementsprechend. Ja, ich sag's nochmal, würden von mir für den Preis definitiv beide eine Empfehlung bekommen, wenn euch die Messer interessieren. Zweiter und dritter Link in der Videobeschreibung, werden dann die Messer sein. Wie gesagt, der erste Link nochmal, direkt zu Tobis Kanal. Nochmal meine Bitte, geht alle rüber und lasst ein Abo da. Es lohnt sich wirklich. Ist ein ganz, ganz feiner Kerl und er hat eine wahnsinnig tolle Art, die Videos zu präsentieren. Ja. Tobi, nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mir die beiden zur Verfügung gestellt hast. Du siehst, ich habe sie gut behandelt und sie werden auch sorgsamst verpackt die Heimreise antreten. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch alle einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.